weiter geht es mit einer verschmierten Folge Dying Light 2. Ihr seht schon, ich habe den ganzen Ruß immer noch auf den Augen. Der ging von der letzten Folge leider nicht mehr weg. So. In der letzten Folge haben wir mit einer sehr netten Lady gesprochen. Mit einer Mutter, deren Sohn sehr undankbar ist. Und dann haben wir darüber noch ein bisschen gequatscht. Waren eigentlich auf dem Weg hier zur Windmühle, um die freizuschalten. Aber das ist ja jetzt mit dem Gleiter reine Nebensache. Reine Nebensache. So, mach up das Ding. Nochmal drin pusten. Also pusten brauchst du nicht. Gut, mach zu. Und damit haben wir das verpestete Gebiet. Oh, guck mal, er schwebt. Unglaublich. Das nenne ich Engagement. Guck mal, er nagelt hier eine unsichtbare Wand. Wunderschön. Er versucht, die Lampen zu putzen in einem Gebiet, wo überall nur Schnodder ist. Naja, die Peacekeeper halt, ne, sind nicht ganz so helle. Die Leute vom Bazaar sind da schon ganz auf einer ganz anderen Spur, sag ich mal, ja. Gut. Windrad Teak. Ich mag Teakholz. Ich finde Teakholz cool. Oder, ich habe jetzt zur Zeit, habe ich Mangoholz als Schrank. Sehr geil. Okay, gut, wir gehen weiter zur nächsten Mission. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Boah, und das Spiel macht immer noch Bock, ne? Ich warte wirklich darauf, dass es keinen Bock mehr macht, aber es macht immer Bock. Guck mal hier. Achso, sorry. Entschuldigung. Das ist mein Gebiet hier. So, beide runter. Abfall rausgebracht. Oh Mann, ey. Du armer Irrer. So, meine Bienen stecke ich mir immer gerne in die Hose. Summ, summ, summ. Ich schenke dir keine Rose. Nein. Ich habe nämlich Bienen in der Hose. Nee, funktioniert nicht. Keine Ahnung. So, das nehmen wir natürlich alles mit. Der geile Scheiß. So, und jetzt müssen wir zur Lady. Lost Lady? Wo bist denn du? Hm. Ach, da! Ist das Lost Lady? Ich weiß es gar nicht. Müsste es die Lost Lady sein, ne? Du bist keine Lost Lady. Ach, wir müssen wahrscheinlich erstmal die Arznei holen. Natürlich, natürlich. Ich muss zur Apotheke gehen, sagt sie. Sie hat ja noch geöffnet. Oh, hier liegen Abtrünnige. Oh, also sind sie hier. Omi mag vielleicht verwirrt sein, aber bei ein paar Dingen funktioniert ihr Gedächtnis noch. Hoffentlich helfen diese Tabletten ihr. Ja, hoffen wir es mal. Sehr schwierig, hier mit Demenz zu leben. Oder jeglichen anderen seelischen Krankheiten. Das ist nochmal eine Ecke schlimmer, finde ich. Okay, waren das die einzigen Sachen, die wir jetzt hier brauchten? Können wir wieder zurückgehen zur Omi? Liebe Omi, ich habe deine Pillen. Vielleicht kriegst du auch noch welche davon ab. Du weißt ja, Aiden ist sehr, sehr pillengierig. Eigentlich läuft hier nichts ohne sein Okay. Wen haben wir denn hier? Jede Pille ist abgezählt, außer natürlich von ihm. Und dann drehe ich mich um und sehe, dass ihr alle meiner Mutter ähneln. Oh. Mein Gott. Verdammt. Ich würde dir helfen, habe aber keine. Scheiße. Ja, Albträume sind auch noch so eine Sache, ne? Lady! Hier, bitteschön, gute Frau. Ich meine, Omi, ich habe die Tabletten. Du hast dir Zeit gelassen, Jerry. Musstest du dich nach der Arbeit wieder auf ein Bier mit Freunden treffen, hm? Du hättest mir vor der Hochzeit sagen können, dass ihnen dein Herz gehört. Nun, hier ist dein Tee. Siehst du, was du für eine Ehefrau hast? Ach du Scheiße. Ich versuche die Sache aufzuklären. Ich gebe vor, ihr Ehemann zu sein. Ach, Lady. Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was würdet ihr tun, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Würdet ihr vorgeben, ihr Ehemann bzw. ihr Enkel zu sein? Oder würdet ihr klipp und klar sagen, ey, Lady, so nicht. Nicht mit mir. Na komm, die alte Lady hat doch nicht noch nichts anderes. Beste. Und nach einem harten Tag auf der Arbeit ist ein Bier mit den Jungs eine lästliche Sünde, findest du nicht? Nimm das hier, Liebling. Damit geht es dir besser. Das ist lieb von dir, dass du sie mir gebracht hast, Aiden.
Warte, du erinnerst dich also an meinen Namen? Du weißt, wer ich bin? Ich... Oh Mann. Oh, in Ordnung. Ich habe bei meinen Gedächtnisproblemen vielleicht einen Hauch übertrieben. An diese Epidemie gewöhnt man sich. Sogar an die Infizierten. Aber an die Einsamkeit? Niemals. Warum sollte ich überleben, wenn ich mein Leben mit niemandem teilen kann? Und du? Lebt deine Großmutter noch? Schaust du zum Tee bei ihr vorbei? Ich hatte nie eine Großmutter. Wirklich? Dann weißt du nicht einmal, was dir fehlt. Ich kenne so viele Geschichten. Möchtest du sie hören? Schon, ja. Ich... sehr gerne. Schau vorbei, wann immer du magst. Und ich freue mich darauf, sie dir zu erzählen. Die Menschen bringen eine so gute viel Seele. Schmerz über sich selbst, wenn sie zu viel vom Leben verlangen. Und das Leben ist so... nun, voller Leben. Das Leben ist voller Leben. Bestes Zitat. Ich würde deine Geschichte echt gerne hören. Ich komme aus Bosnien. Ich habe während des Krieges in Bosnien und Herzegowina die Belagerung von Sarajevo durch die jugoslawische Armee überlebt. Sie begann 1992 und dauerte 4 Jahre. Die längste und blutigste Belagerung der europäischen Geschichte seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Meine Mutter und ich haben uns im Keller versteckt. Sehr eng, sehr unbequem. Es war schwer zu schlafen. Eines Tages ist ein Junge aufgetaucht. Er war vielleicht 7 Jahre alt. Sein Name war Daniel. Seine Eltern wurden von Mörsergranaten getötet. Weiter oben konnte man sich von den Scharfschützen davonschleichen. Ungeschützte Straßen vermeiden. Aber man wusste nie, wo die Raketen einschlagen würden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Daniel sterben würde. Er ist jeden Tag vorbeigekommen. Aber meine Mutter hat nie vorgeschlagen, dass er über Nacht bleibt. Wir hatten kaum Essen. Und mit einer dritten Person hätten wir überhaupt nicht schlafen können. Eines Tages saß Daniel bei uns und ich konnte sehen, wie ihn irgendwas sehr beunruhigte. Er hatte große braune Augen. Kann ich bei euch bleiben? Mutter wechselte das Thema. In den Tagen darauf machte sie das noch 3-mal, bis sie ihn irgendwann bleiben ließ. Warum hat sie ihre Meinung geändert? Ich habe ihr die gleiche Frage gestellt. Sie sagte, ich musste mich daran erinnern, was es heißt, ein Mensch zu sein. Das habe ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Als der Virus ausgebrochen ist, habe ich Dutzenden Immigranten ein Obdach gegeben. Die Menschen denken an sich selbst, um zu überleben. Aber sie überleben nicht, wenn sie nur an sich selbst denken. Wow, so hatte ich das noch nie gesehen. Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ist das eine der Geschichten, die es als MP3 auf YouTube gibt? Da gab es nämlich auch eine Lady, die hat Aiden Geschichten erzählt. Von der alten Zeit, weißt du? Das finde ich immer so... Die habe ich mir reingezogen. Es war zwar auf Englisch, ein bisschen schwer zu verstehen, aber sehr geil. Sehr geil gemacht. Da konnte man richtig mitfiebern. Fand ich echt cool. Also, wenn ihr das mal hören wollt, geht einfach auf den offiziellen Dying Light Kanal und scrollt da ein bisschen nach unten, weil es ist schon ein bisschen was her. Dann könnt ihr die Geschichte nämlich auch hören. Sehr spannend, sehr cool geschrieben. Props an Techland, aber das kann ich jedes Video machen wegen allem. Engine, gutes Aussehen, charakteristische Darstellung. Hast du darüber nachgedacht, den Peacekeepern beizutreten, Pilger? Nö. Du bist ein starker Kämpfer, wie ich gehört habe. Ich weiß. Open-World-Aktion. Danke, 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 danke für alles. Danke für dieses Erlebnis, Techland. Noch einmal. Ich weiß, ihr könnt es schon nicht mehr hören und ich kann es selber schon kaum mehr hören. Aber es muss gesagt sein. Sie hören es ja eh nicht. Also muss ich es doppelt und dreifach sagen. Hier geht's wieder zurück zu Old Velador. Was haben wir denn hier noch? Oh, hier oben. Hier ist noch ein fettes Gebiet, das können wir einnehmen. Okay, ich würde sagen, wir gehen nach hier unten. Und nach hier und dann machen wir das und dann das. Hä, was sagst du? Gut, alles klar, machen wir. Ich hoffe, euch geht soweit wunderbar toll und ihr seid alle gesund. Wenn ja, dann lasst mal ein Like da. Nebel, jetzt sehe ich wieder gar nichts, toll. Aiden, weißt du, wohin du fliegst? Nein! Ja, super, toll. Das bringt ja sehr viel, Aiden.
Hier ist irgendwo was. Ah, die U-Bahn-Station. Ja, die könnten wir auch mal befreien hier in der Nähe. Gehen wir mal rein, gucken wir mal, was es hier gibt. Zombies oder Menschen? Ich weiß auch gar nicht, was ich schlimmer finden würde. Okay, ich würde sagen, wir stellen mal ein paar Pfeile her. Und dann lassen wir sie verwandeln. Was? Sprengpfeile dann eben. Ein paar Schlitzpfeile noch. Und dann war es das auch wieder. Okay, sonst versuchen wir es mal mit der Pfanne. Okay, der hat mich noch nicht gesehen. Der hat Zombies gesehen oder sowas. Vielleicht sieht er uns nicht. Der ist so bereit, gegen die Wand zu kämpfen. Vielleicht bemerkt er mich nicht. Das hier muss nicht böse enden für dich. Das ist aber jetzt blöd. Du möchtest wohl unbedingt von mir aufgemischt werden. Psst. Worauf schießt der Sack? Okay. Lustig. Ich schnapp mir mal kurz ein paar Goldmünzen. Die haben auch ein neues Symbol bekommen, oder? Alter, ist das schön hier. Na komm schon. Leute. Jetzt aber. Das wirklich? Na, leck mich doch. Ja, leck mich doch auch. Aber hart. Von innen verschlossen? Da haben wir uns umsonst in die Hosen gemacht. Du Trottel, ey. Das sollte uns eine Warnung sein. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Okay, das haben wir geschafft, Gott sei Dank. Also, die haben uns nicht bemerkt. Jetzt gucke ich mal, wohin dieser Tunnel hier führt. Hoffentlich in den Raum, aber glaube ich nicht dran. Ich will auf jeden Fall in diesen Raum rein. Da gab es nämlich lecker geilen Loot. Kann ich hier irgendwas machen? Eine Kiste? Komm schon, gib mir den geilen Scheiß. Armbanduhr. Eine Machete. Eine Machete ist immer gut. Und hier geht's weiter rein. Das ist, glaube ich, so unglaublich schwer, oder? Hochklettern und dann hier rein? Also, ich habe es noch nie gemacht. Ich kann es mir nur sehr schwer vorstellen. Möglich? Ja. Einfach? Warte mal, hier geht's wieder raus? Nee, hier geht's runter. Uff, ob wir das hier schaffen, komplett ohne gesehen zu werden. Der starrt auch wieder die Wand an. Jetzt! Ja, den können wir grabben. Meins. Das war gut. Oh, scheiße. Oh. Wenn mich jemand verarscht, scheiße, jetzt. Ach, du blöder Wichser. Okay, ist gut. Friss Dreck und verrecke, du. Nimm das. Nix da. Nimm du das. Leute. So. Der Schädel ist unten. Come on! Nein, als ob! Der hat gesessen. So, jetzt ist der Schädel aber unten.
Aha. Hab ich ihn weggeworfen. Bleib! Scheißboden! So, der hat gesessen, oder? Ich will's mal hoffen. Ja, ja, die sind nicht blöd hier. Die sind nicht blöd. Ah, der Speer, den lässt er immer noch fallen. Schade. Oh, Elektrikteile. Sehr gut. Sehr gut. Loot ist sehr gut. Elektrik ist noch guter. Eine leere Dose. Okay, mehr gibt's auch hier nicht. Den Speer nehme ich aber auf jeden Fall mit. Das ist echt blöd, dass der halt jedes Mal runterfällt, wenn man was looten will, ne? Wir brauchen auch ganz viele Metallteile. Wir haben ja jetzt nichts mehr davon. Weil damit können wir ja dann die ganzen geilen Sachen herstellen, die ganzen Easter Egg Sachen. Ah, eine Armbanduhr, nett. Die leere Dose nehme ich natürlich auch noch mit. Hier wird nichts verschwendet, ja? Wie bei Oma damals. Es wird nichts verschwendet. Als ob! Wer lebt nicht mehr lange? Du? Oh nein. Wieder so ein Dicker. Autsch. Yes! Der hat gesessen. What? Der steht noch? Hier. Wie schmeckt dir denn Feuer, hä? Ist gut? Hier gibt's noch mehr Feuer. So, für jeden gibt's hier Feuer. Eine Runde Feuer für jeden. Hey, hey, hey. So. Nochmal. Damit es auch saftig wehtut. Seid ihr jetzt endlich down? Als ob. Nimm noch eins. Noch eine Tour. Nein. Noch einer? Nee. Autsch. Ah, das war's. Ach, du Sack. Schön verbrennen. So macht ihr das toll. Wunderschön. Hier. Das gibt's gratis. Alter, du Wichser. Meinst du nicht ernst? Wird langsam Zeit, dass du drauf gehst. Alter. Ich gehe hier drauf. So. Beide weggetreten. Der Doppeltritt. Gib mir euer Geld. Ich will Geld. Ich will keine Klamotten. Sehr gut. Ich will Geld. Okay, hier gibt es aber bestimmt noch einiges zu looten, oder? Ja, bringt das was? Ich glaube gar nicht, oder? Ich glaube, das bringt gar nichts. Wow. Dauert länger, als ich gedacht habe. Hier, die Tasche nehme ich mit. Noch irgendwas hier? Goldmünzen? Oh, hat schon jemand genommen. Die guten Gulden. Was haben wir hier noch? Ausschalten? Okay, was macht das? Ach so, Licht, okay. Nee, das lassen wir mal an. Nicht, dass hier noch Schattenjäger kommen oder sowas. Auf Schattenjäger habe ich nämlich so null Bock. So, geht's doch jetzt drauf, oder? Ja, ist der andere auch drauf gegangen und ist er wirklich danach nochmal aufgestanden? Wäre schon hart dreist, oder? Zermatscht ihm den Kopf, er sagt einfach, nö, will ich nicht, mache ich nicht. Okay, hier rein, alles klar. Einfach und er braucht so lange dafür, weißt du. Nein, noch ein bisschen so. Und jetzt sind wir auch drin. Was haben wir hier?
Geiler Hemmstoff vielleicht. Eine Einmannpackung. Ich reiß noch mal kurz ein bisschen nach unten. Vielleicht gibt es nämlich unten noch Loot. Und den würde ich auf jeden Fall noch gerne mitnehmen. Aber das ist immer noch das Gleiche. Also, wenn ich jetzt hier oben kippen würde, habe ich 10 Minuten Zeit, wieder aufzuwachen. Wenn nicht, bin ich tot. Das ist schon ziemlich krank, oder? Du musst halt immer irgendwie UV-Licht in der Nähe haben. Am besten immer jemanden dabei haben, der UV-Licht dabei hat. Verstehst du? Okay, hier unten gab es jetzt nichts. Da wollte ich jetzt auch nicht nochmal langlaufen. Gott, ey, Far Cry ist auch im Moment das einzige Projekt, was nicht mit Zombies zu tun hat. Ich meine, wir spielen jetzt gerade Dying Light, Dying Light 2. Heute kommt... Nee, nicht heute. Gott, ich nehme ja gerade auf, vor auf. Ich weiß nicht, am Montag oder am Sonntag vielleicht sogar kommt nochmal Back for Blood Stream. Kommt nochmal ein Back for Blood Stream. Da kämpfen wir auch wieder gegen Zombies. Also eigentlich müsste ich den Banner wechseln und einfach überall Zombies reinmachen. Weil ich nur Zombie-Spiele spiele. Hier, Hemmstoff. Legendärer Verbrauchsgegenstand. Drogen, umgangssprachlich. Cool. Das ist wichtig, dass wir diese U-Bahn-Dinger hier machen. Supi, haben wir noch was Kleines? Irgendwas? Das ist nicht klein. Das hier könnten wir aber mal entdecken. Und das andere vielleicht auch noch, falls wir schaffen. Ich liebe den Gleiter, ne? Den Gleiter hätte ich schon im ersten Teil gebrauchen können. Ja, hier sind zu viele Zombies. Das lassen wir erstmal sein. So, als nächstes gehen wir hier vorne hin. Da würde ich mal ultra gerne aufs Dach. Ich weiß noch nicht, wie ich da drauf komme, aber irgendwie schaffen wir das schon. Irgendwie. Ich finde auch die verschiedenen Zombie-Varianten ziemlich cool. Du hast Peacekeeper-Zombies, du hast Bazaar-Zombies, du hast abtrünnigen Zombies? Habe ich schon mal abtrünnigen Zombies gesehen? Du hast auf jeden Fall viele, viele verschiedene. Manche Menschen, die du hier siehst, werden plötzlich zu Zombies. Weißt du? Einfach crank! Gott, ey, wie komme ich denn da oben drauf? Sag mir das mal einer. Also entweder ich muss von unten irgendwie hochfahren, dass es nur diese Möglichkeit gibt, oder ich muss von dem Tower runterspringen. Weil hier scheint es nicht wirklich hochzugehen. Also hier vorne hätten wir noch ein kleines Fenster, aber dann gehe ich lieber da hoch und springe von da runter. Ich meine, wir haben ja den Gleiter, warum auch nicht nutzen, ne? Guck mal, hier kommen wir ganz einfach hoch und dann von da weiter gleiten. Das würde ich auch mal gerne machen. Mich unten da festhalten und dann komplett nach oben gezogen werden. Würde ich extrem feiern. Was? Da wollte ich doch gar nicht hin. Hier, tschüss. Oh, das muss auf jeden Fall hart schmerzhaft sein. Ja, komm, runter mit dir. Ich tritt sie alle runter. Wo? Hier. Boah, ey, die halten es echt aus, ne? Mögen die nicht. Gar nicht. Okay, wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie weiter aufs Dach kommen. Hier geht's nochmal eine Etage höher. So, und jetzt muss ich da drauf? Autsch. So. Okay.
Okay, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht schaffen wir es. Boah, es war ultra hoch. Aiden. Yes. Noch so gerade geschafft. Das war anstrengend. Yes, wir haben eine neue Militär-Tag. Was? Was war das denn jetzt gerade? Irgendwie ein kleiner Bug. Selbstgebaute Granaten, legendär, auch sehr gut. So geiler Scheiß noch gefunden. Aber ich glaube, hier war es das, ne? Gut, dann werden wir in der nächsten Folge diese Abtrünnigen hier mal wegmetzeln. Das ist nämlich unser Gebiet, ja? Und was unser Gebiet ist, ist unser Gebiet. Und da hat niemand zu sein. Okay? Wunderbar. Gut, dann verstehen wir uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, unterstützt dieses Projekt hier einfach mit einer kleinen Bewertung. Schreibt in den Kommentar, wie blöd ich bin und gebt ein Like hoch und dann ist alles supi tutti. Bis dahin, Leute. Haut rein. Macht's gut. Good night and good luck.